Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von GTA San Andreas. Ja, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr den Gangsterrang King of San Andreas auf schnellstem Wege erreichen könnt. Zunächst einmal vielleicht, was ist überhaupt ein Gangsterrang? Das ist nämlich hier immer der Titel, der in der Statistik hier oben steht. Und ich habe jetzt den Titel Godfather, wie ihr sehen könnt. Das ist der zweithöchste Rang im Spiel. Und King of San Andreas ist eben der höchste Rang und den bekommt man ab 1 Million Punkte. Ich habe also schon einige Punkte sammeln können und das meiste ist aufgrund dieses Tricks, sonst hätte das Ganze hier wesentlich länger gedauert. Und bevor wir jetzt loslegen, muss ich leider sagen, dass diese Methode nur in der PC-Version möglich ist, weil wir nämlich uns die Replay-Funktion zunutze machen werden und die gibt es eben nur in der PC-Fassung. Ich werde aber am Ende des Videos auch nochmal eine Methode zeigen für Konsolenspieler. Das ist bei weitem nicht so schnell wie diese Methode, die ich jetzt zeigen werde. Aber so könnt ihr auf jeden Fall schneller als normal den Titel erreichen. Ich muss aber auch sagen, dass es keinerlei spielerischen Vorteile hat, diesen Titel zu erreichen. Es ist lediglich eine Beschäftigung, wenn man nichts mehr zu tun hat in diesem Spiel. Und ich würde euch sowieso empfehlen, das erst zu machen, wenn ihr die 100% Wertung erreicht habt. Denn dann habt ihr nämlich die unendliche Munition und ihr werdet auf jeden Fall viel Munition brauchen. Und ich würde auch empfehlen, euch so ein tolles Teil hier zu besorgen, eine Minigun. Denn wir müssen gleich ganz viele Helikopter zerstören. Und ja, okay, wie funktioniert dieser Trick? Okay, wir müssen auf jeden Fall mit einem Boot aufs Wasser fahren. Das ist jetzt völlig egal wo. Ich bin jetzt hier bei der Bootsfahrschule, weil hier halt Boote sind und ich finde das extrem praktisch hier. Ihr könnt das aber auch an jeder x-beliebigen anderen Stelle machen. Das ist euch völlig überlassen. Was wir zuerst aber machen, bevor wir aufs Wasser gehen, ich würde euch empfehlen, jetzt hier schon mal die drei Sterne euch zu holen. Weil das im Wasser zu holen ist immer ein bisschen nervig. Und sobald ihr diese dann habt, steigt ihr auf ein Boot und dann geht es erstmal so ein bisschen aufs Wasser hinaus. Ihr müsst jetzt nicht so weit fahren, aber halt so, dass ihr in alle Richtungen auf jeden Fall so ein bisschen Platz habt. Vielleicht erstmal so eine grundlegende Sache, wofür bekommt man eigentlich Punkte? Oh, die muss ich jetzt gleich mal zerstören, sonst haben wir gleich ein dickes Problem. So, wofür bekommt man eigentlich Punkte? Also man bekommt Punkte, wenn man Gegner... Wenn man Gegner tötet, kriegt man einen Punkt. Wenn man eine Mission abschließt, kriegt man 5 Punkte. Und wenn man... Ja, für jede 5000 Dollar auf dem Konto bekommt man auch einen Punkt. Ihr hört schon, das ist nicht sonderlich viel. Und deswegen würde das ohne diesen Trick auch ewig dauern. Ihr seid jetzt hier also auf dem Wasser. Ihr habt mindestens 3 Sterne. Und ihr seht ja schon diese Helikopter, die jetzt da ins Wasser gefallen sind. Und ja, das ist nämlich der Trick an sich. Ihr zerstört Helikopter, die hier ankommen auf dem Wasser, sodass sie dann eben ins Wasser fallen. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, warum macht man das Ganze jetzt einfach? Ganz einfach. Wir lassen sie ins Wasser fallen und dann drückt ihr nämlich F2, weil damit speichert ihr euch ein Replay. Und jetzt habt ihr schon mal eine gewisse Anzahl an Helikoptern im Wasser. Und obwohl ihr die gerade zerstört habt, also ihr bekommt für jeden zerstörten Helikopter 30 Punkte, so, das ist auch so. Und obwohl ihr die schon zerstört habt, wenn ihr jetzt das Replay ladet, dann wird das Spiel diese Helikopter noch einmal zum Explodieren bringen. Und wenn ihr immer das Replay speichert, dann verschwinden die Helikopter hier auch nicht. Die sind alle noch im Wasser, die sinken nur auf den Erdgrund. Und ich kann euch das einmal demonstrieren. Ich gehe mal in die Statistik. Wir haben jetzt hier 980.041 und jetzt lade ich einmal das Replay. Ja, ihr hört es schon, es hat so ein bisschen gerumst und wenn ihr jetzt guckt, habe ich jetzt hier 191. Also es hat sich auf jeden Fall schon mal ordentlich erhöht. Und das könnt ihr jetzt so ewig lange weitermachen. Ihr wartet also auf die Helikopter und lasst sie ins Wasser fallen und ja, das könnt ihr unendlich lange weitermachen. Und je mehr Helikopter ihr natürlich im Wasser habt, desto mehr Punkte bekommt ihr für einmal Replay drücken. So, ich werde das Ganze jetzt hier noch... Ich habe halt schon sehr viele Punkte gesammelt, damit ich jetzt hier in diesem Video auch den King of San Andreas bekomme. Ich werde euch mal in die Videobeschreibung den Beitrag aus dem GTA-Wiki reinpacken. Denn da kann man auch nochmal nachlesen, ja, was es alles für Ränge gibt und wie man Punkte bekommen kann. Man kann sogar negative Ränge bekommen, indem man
cheatet, verhaftet wird oder stirbt. Ist auch ganz interessant. Das steht da alles drin und wofür man auch Punkte bekommt und so. Falls ihr das mal nachlesen wollt, das brauche ich jetzt hier nicht alles erwähnen. Das ist ziemlich uninteressant jetzt hier für dieses Video. Und ja, so macht man das halt die ganze Zeit weiter. Bevor ich es vergesse, ich bin nicht selbst darauf gekommen. Ich habe damals mal ein YouTube-Video darüber gesehen. Das ist aber so lange her, dass ich nicht mehr weiß, ob ich das noch finden werde. Wenn ich es aber noch finde, dann werde ich es auch in die Videobeschreibung packen. Um demjenigen auf jeden Fall Props zu geben dafür, dass er das so gefunden hat. Man weiß natürlich auch nicht, ob die Person, die das Video erstellt hat, das auch wirklich selbst herausgefunden hat. Aber ich habe es auf jeden Fall von diesem Video. Wenn ich es finden sollte noch, dann werde ich es auch noch verlinken. Und ja. So, du gehst auch nochmal ins Wasser. Dann save ich mal wieder ein Replay. Ich warte nochmal auf den. Es dauert am Anfang ein bisschen, aber wenn man dann erstmal so eine gewisse Anzahl an Helikoptern im Wasser hat, dann wird es interessant. Und ich weiß auch nicht ganz genau, warum das so funktioniert. Also eigentlich hat man die Helikopter ja schon erledigt, aber aus irgendeinem Grund denkt das Spiel, wenn man das Replay lädt, dass es die Helikopter nochmal zum Explodieren bringen muss. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, weil die im Wasser ja noch relativ heile aussehen. Das Spiel dann denkt, oh, die sind ja eigentlich zerstört worden vor dem Replay. Dann muss ich sie jetzt natürlich nochmal zerstören. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß die richtige Begründung dafür nicht. Ich bin kein Programmierer. So, ich mache jetzt mal Replay. Jetzt gucken wir noch einmal. Wir sind jetzt hier bei 191. Einmal laden. Das macht ihr übrigens auf F3. Ich mach mal zweimal. Dann seht ihr, ja, 971. Das geht schon ordentlich hoch jetzt. Und wenn man so eine gewisse Anzahl an Helikoptern im Wasser hat, dann kann man auch anfangen, einfach nur noch F3 zu spammen. Und dann zieht man das Ganze durch, bis man eben dann den King of San Andreas Titel hat. So, einen Moment noch warten. Am besten lasst ihr die immer ein bisschen an euch rankommen. Ich weiß nicht, ob das auch noch zählt, wenn die zu weit von euch weg sind. Aber ihr seht schon hier überall. Ihr seht, da unten sind die Heli auf dem Meeresgrund. Und ja, die verschwinden nicht. Die verschwinden nicht. Und genau nur deswegen funktioniert das auch. Würden die Wracks natürlich verschwinden, dann ja, würde es natürlich nicht gehen. Aber es sieht ja auch heile aus. Also es ist ja kein Wrack. Es ist ja... Das ist ja auch noch das normale Modell für einen heilen Helikopter. Und das könnte vielleicht eine Begründung sein, warum das Spiel denkt, die sind noch heile und die muss es zerstören. So, weil normalerweise würden die natürlich explodieren. Es würde das schwarze Wrackmodell geladen werden. Aber es passiert hier nicht. Es plumpst einfach ins Wasser und gut ist. So, gucken wir nochmal. 971. Ja, ihr seht schon, jetzt kriegen wir schon 500 dafür. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten und dann werden wir durchziehen bis zum King of San Andreas Titel. Bis zu dem Gangster-Rang. Oh. Da komm schon. Da oben ist er. Der kommt gerade nicht über den Berg rüber da irgendwie. Oder über den Hügel. Da ist er. Aber das hast du es ja doch geschafft. Oh, das ist nicht gut. Da muss man aufpassen, dass sie nicht auf einen raufkrachen. Oh, das war leicht Glück. Das hätte auch übel ausgehen können. Ich fahre mal ein bisschen weiter weg hier. Bin ich gleich Angst hier. Bisschen weiter wegfahren. So. Das ist nur der News-Helikopter, der ist extrem harmlos. Der macht gar nichts. So, oben aufpassen. Oh, shit. Das ist nicht gut. Aber ich habe ja genug hier im Wasser. Deswegen müssten wir das eigentlich noch durchziehen können. So, jetzt ziehe ich durch bis zum King of San Andreas. Ist nicht so geplant gewesen. Ist ein kleiner Fail von mir. Ist man von mir aber auch nicht anders gewohnt. Aber so sollten wir das auch hinkriegen. Ich will euch ja nur einmal zeigen, dass das so auf jeden Fall funktioniert. Ist natürlich jetzt ein Fail, weil ja, man könnte es ja eigentlich noch weitermachen und weiter und weiter und weiter. Und ich, man kann ja so viele Punkte dadurch machen. Man kann ja sogar versuchen, die Anzeige theoretisch zu sprengen, wenn einem wirklich langweilig ist.
Und wenn man da immer mehr Helikopter ins Wasser befördert, wird das ja auch immer schneller gehen. Und irgendwann wird man sicherlich auch die 10.000 Punkte und mehr pro einmal Replay drücken bekommen. Ich mach das jetzt erstmal ein bisschen. Ihr seht da unten. Sieht echt interessant aus. Guckt euch das an, Leute. Da sind überall die ganzen Helikopterwracks im Wasser. So. Es ist gleich geschafft. Jetzt nur einmal schaffen, damit es halt auch im Video da steht, dass ich den Titel auch erreicht habe, den Rang. Und dann zeige ich euch gleich nochmal eine Variante für Konsolenspieler, die nicht ganz uninteressant ist. Die dauert wesentlich länger, aber deutlich, ist trotzdem deutlich schneller, als wenn man ja so ganz normal durch die Stadt gehen würde und da ein bisschen, ja, ein bisschen ausrasten würde. So. Ja, es ist gleich geschafft. Noch einmal drücken, müsste es klar gehen. So. King of San Andreas. Ja, eigentlich war ich das ja schon immer. Kleiner Scherz am Rande. Aber jetzt bin ich es auf jeden Fall. Zumindest sagt das der Rang hier. Und ich würde sagen, ich versuche jetzt hier mal irgendwie an Land zu kommen. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde einfach neu laden, weil das interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Ich wollte es nur einmal gezeigt haben. Ich wollte das schon ewig gemacht haben, dieses Video. Aber ich bin irgendwie, ja, ich habe es irgendwie nie gemacht. Okay, ich zeige euch dann nochmal, wo man das auch ganz gut auf der Konsole machen kann. Bis gleich, Leute. So, und die andere Methode ist nämlich hier auf Las Venturas beim Airport. Und ja, dann müssen wir erstmal den Airport betreten. Ja, wenn ihr natürlich den Flugschein schon habt, dann könnt ihr hier einfach durchgehen. Und falls nicht, könnte man auch einfach hier so rübergehen. So. Ich möchte aber natürlich mit einem Auto dahin, weil sonst dauert das einfach zu lange. Ich werde hier auch nicht... Ich habe jetzt einfach neu geladen, das heißt, ich habe den King of San Andreas Titel nicht mehr, aber ich werde jetzt hier auch nicht... Ey, das ist ja wohl jetzt absolut nicht meine Schuld gewesen, Polizei. Naja, egal. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht nochmal bis zum King of San Andreas Titel durchziehen. Ich will euch nur einmal zeigen, wie das hier funktionieren kann. So. Immer noch gleiches Spiel. Ich würde es machen, wenn ihr die 100% habt. Und eine Minigun dabei habt. Und dann geht ihr hier so an diese Stelle. Das ist natürlich... Ja, da sind sie. Diese Flugzeuge. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, um Punkte zu bekommen, bis ich diese andere Methode entdeckt habe. Dann bin ich sofort umgestiegen. So. Und zwar ist das folgendermaßen, man kriegt ja auch für Flugzeuge 30 Punkte und dann stellt ihr euch einfach hier so hin. Ich hoffe jetzt auch, dass das auf der Konsole funktioniert. Ich habe jetzt hier natürlich nur noch die PC-Version. Und dann schießt man immer abwechselnd die beiden ab. Und dann macht man einmal so. Dann sind sie wieder neu da. Ich hoffe wirklich, das funktioniert auf der Konsole. Sonst könnt ihr diese Methode natürlich knicken. Ist natürlich nicht vergleichbar mit der anderen Methode, wo man einfach nur F3 spammen muss ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man genug Helis im Wasser hat. Aber, ja, ist trotzdem schneller, als wenn man hier nur durch die Gegend laufen würde und so ein bisschen Rampages macht. Ja, so könnte man, wenn es auf der Konsole funktioniert, auch irgendwie und irgendwann an diesen Titel rankommen. Nur noch mal so, wollte ich nur noch mal gezeigt haben. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, unterhalten, geholfen, wie auch immer. Und wenn das der Fall sein sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch bei den zukünftigen Videos wieder einschalten würdet. Und bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. I'll show you.